Für die Automatik. Aber das werden wir jetzt gleich auch noch alles in den Griff kriegen. So, jetzt habe ich natürlich keine Schaufel dabei. Das passt wieder sehr gut. Machen wir anders. Wir haben bestimmt irgendwo eine Menge Erde rumliegen. Aber eine Schaufel nehmen wir uns trotzdem mit. Haben wir hier noch eine drin? Nein. Wir hatten doch irgendwo eine Werkzeugtruhe. Da haben wir aber Schaufeln. Und da ist noch. Oh ja, das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was gut zu wissen. Hätte ich vielleicht eben mal reinschauen sollen. Waren da gerade Eimer bei, da waren gerade auch Eimer bei. Grübel, 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 da brauche ich gerade nichts von. Hier nehmen wir uns einiges mit. Da nehmen wir uns einiges von mit. Daraus machen wir den Boden vom Lagerhaus, habe ich jetzt beschlossen. Eisen, wie gesagt, haben wir nicht genug. Da müssen wir auf jeden Fall dann noch was farmen gehen. Jetzt jedenfalls erstmal das und das nach unten. Und jetzt schaffen wir uns da drüben erstmal so auf dieser Höhe hier. Dann liegen wir jetzt eins drunter oder eins. Machen wir das auf der Höhe. Machen wir jetzt erstmal ein bisschen hier. Terraforming. Da ist das Feld. Wollen ja ein bisschen kreativ bleiben. Machen wir da. Na, so weit rüber wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ist egal. Wie gesagt, ein bisschen. Okay. Da muss ich mir auf Dauer irgendwas noch einfallen lassen. Oder einfach zuschütten. Und ich glaube, da unten ist eh nichts Besonderes. Ah, schütten wir es zu. So werden wir mal ein bisschen Dirt los. So, das war schon der erste. So, als ob da nie was gewesen wäre und gut. Da hat sich das Gras aber gerade schnell ausgebaut. Das hatte ich in der Multiplayer-Welt letztens auch schon mal. Gerade Erde hingesetzt, schon war sie grün. Aber ich glaube, das hängt auch davon ab, wie viel Grün da drumherum ist. So, also haben wir dann jetzt mehr oder weniger doch das Prinzip dann demnächst der verschiedenen Häuser. Anstatt ein Riesengebäude. Was aber auch in Ordnung ist. Oh, das war schon wieder mit der Erde. Aber ich denke mal, ich werde da oben jetzt eh noch ein bisschen Erde wegnehmen müssen. Da das sonst nicht so ganz aufgeht, was ich vorhatte vom Platz her.
Denn ich denke mal, ein paar Truhen werden wir in unserem Lagerhaus unterbringen müssen, wollen, wie auch immer. So, na. Und dementsprechend brauchen wir dann natürlich auch Platz. Da vorne können wir richtig schön andocken. So, da war das schon wieder mit der Erde. So. Dann müssen wir jetzt hier noch die Erde mal wegnehmen. Ja, auf jeden Fall. Boah, nein. Ich habe gerade eine ganz böse Vorahnung. Denn genau das ist eben ja auch passiert. Dass wir auf einmal wieder so zack einen ganzen Schritt zurück waren. Und das Komische ist, hier oben fehlt Erde, definitiv. Wo kommt das Ding jetzt her? Hier sind wir auf jeden Fall schon mal gewesen. Aber hier scheint auch nichts Besonderes zu sein. Das heißt, ich schütte das Ganze jetzt mal zu. Und ich hoffe mal, dass das Ganze jetzt nicht schon wieder so extrem crasht. Ansonsten kann mich die Welt bald. Denn dann macht das Ganze nämlich keinen Spaß mehr, wenn das dauernd so rumzickt. Wo habe ich die Erde jetzt auf einmal her? Okay, die war gar nicht da. Ist die Erde da? Die ist da. Also irgendwas stimmt mit dieser Welt hier absolut nicht. Ich hoffe mal, dass sie ein bisschen durchhält. Und jetzt gleich nicht schon wieder tot ist. So. Oder waren wir da angedockt und haben hier die Erde weggenommen? Nee. Ist schon richtig so gewesen. Hier, das hatten wir eben zugebaut. Komisch, komisch. Komisch, komisch. Da war es schon wieder. Ich kann mich hier auch gerade nicht bewegen. Also hier stehen scheinbar noch Blöcke irgendwo. Ganz ehrlich, wir haben gerade ca. 25 Minuten rum. Ich mache hier an der Stelle jetzt einen Cut. Werde das Ganze wahrscheinlich auf zwei Folgen dann aufteilen, was bisher war. Geh mal raus, versuche noch reinzukommen und entweder wir haben Glück oder nicht, sonst werde ich mich bald von dieser Welt verabschieden. Auch wenn wir hier schon einiges geschafft haben, dann fange ich glaube ich lieber nochmal an und werde das Ganze mal ein bisschen anders anfangen. Weil so gerade ist mir das irgendwo nicht geheuer. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal aus und hoffe, dass alles klappt, dass alles gut geht. Und dass ich dann entsprechend da vorne weiterbuddeln kann. Und ja, dann sehen wir mal weiter. Bis dahin, tschüss. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Und ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt hier vorne weiterkommen und dass sich das nicht dauernd aufhängt. Ich gehe jetzt aber bewusst mal in die Region, wo es gerade die Probleme gab. Und wenn ich das richtig sehe, steht hier auch alles wieder. Das heißt, ich hoffe jetzt einfach, dass es vernünftig weiterläuft. Und wir hier gerade ein bisschen vorankommen. Denn es wäre echt schade um die Welt bisher, nur macht es dann nicht wirklich Spaß, wenn hier dauernd irgendwelche Probleme auftauchen. Und da Minecraft eh auf- und abbauen ist, hätte ich auch kein Problem damit, das Ganze nochmal in Angriff zu nehmen. Aber ich hoffe, wir kommen vom Boden. Denn allein die Ferrate war ja schon gut Arbeit. So, auf die Ebene wollte ich hier rauf. Und wir brauchen halt ein bisschen Platz. Da ist ein Creeper. Der uns jetzt hoffentlich nicht allzu nah kommt. Doch, er kommt uns nah. Er kommt uns nah. Geh weg da.
nicht unbedingt explodieren. Wunderbar. Haben wir ein bisschen Schwarzpulver. So, dann holzen wir das Ding jetzt hier mal weg. Dann haben wir gleich das Ganze von Erde wieder Druck, was ich eben weggepackt hatte. So, machen wir jetzt einfach mal hier so einen Cut durch. Bisschen anreichen. Und da. Ach, guck mal, da kommt unser unfreundlicher Nachbar. Oh, sogar ein paar mehr. Sollen wir hier eine Gruppenversammlung machen? Über ein Thema, an dem ich nichts halte, also kümmern wir uns andersweitig drum. So, ja. Und weiter abbauen. Und dann mal schauen, ob das klappt mit dem Lager. Ich hoffe, dass ich dann noch genug Platz außen rum habe, damit wir das Lager dann entsprechend so ausbauen können. Nett von hinten erschrecken wollen, Freundchen. Och, wo kommen die denn jetzt her? Kommen sie von da drüben? Fällt mir gerade auf, wir haben noch gar keine Kürbis, glaube ich, und Melonen auch noch nicht. Da hinten ist schon der nächste Zombie. Da hinten kommt schon wieder einer. Mei, 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 mei. Das kann ja eine Nacht werden. Oder wisst ihr was? Ich gehe eben pennen. Ja. Und jetzt gehen wir dann in Sicherheit mal eben eine Runde schlafen. So. Mein Kaffee ist schon wieder leer. Schweinerei. Mit den ganzen Ausfällen von eben. So. Und da läuft noch einer brennend rum. Zack. Oh, eine Kartoffel. Wir haben doch schon Kartoffeln. Aber ein paar mehr können nicht schaden. Ja. Der Reforming geht weiter. Ups. Geht vor ein bisschen tief. So voll. Oh, das ist Sache. Ja, dann wird es Zeit, dass gleich ein wenig Lagerplatz entsteht. So, jetzt müssen wir eigentlich sogar noch eine Etage tiefer zum Teil buddeln, um eben die Pflastersteine unterzubringen. Die ich ja, wie gesagt, als Boden nehmen möchte. Jetzt können wir erstmal ein bisschen Erde noch einsammeln. Dazu brauche ich aber jetzt dann erstmal einmal die Workbench. Die wir jetzt einfach mal hier vorne hinstellen werden. Dann machen wir da draußen. Nein. So. Machen wir da draußen ein paar Ziegel. Was nicht allzu viele sind, aber immerhin. Lehm können wir zur Not noch nachholen. So, 64, das heißt, wir kommen jetzt erstmal auf 8x8. Mehr haben wir doch. Ein bisschen mehr haben wir noch, aber nicht wirklich viel. Das heißt, wir fangen jetzt mal lagertechnisch einfach hier ziemlich mittig am besten, damit wir Platz nach außen hin haben. 8x8 oder mache ich es ein bisschen länglich? Bei 8x8 wäre nicht so sinnvoll. Oder überlegen 6. Sechs beziehungsweise 9.